Warum nicht? Warum nicht? Hier ist Finn. Finn ist 16. Hallo Domian. Heute sind die Menschen mit den schönen Namen. Finn mag ich auch sehr gerne als Name, Finn. Ja, hallo. Ja, grüße dich. 16 Jahre alt, ungewöhnliche Liebe. Genau, bei mir geht es darum, ich bin mit einem Geist zusammen sozusagen. Mm. Und für mich ist das aber ganz normal sozusagen. Ich kann ihn auch ganz normal sehen. Ich kann ihn ganz normal spüren so. Du bist mit einem Geist zusammen. Ist der Geist weiblich? Genau, der Geist ist weiblich. Wie alt ist der Geist? Der Geist ist auch 16. Ist auch 16? Ja, genau. Siehst du diesen Geist? Genau, ich sehe den ganz normal, aber das ist doch schon das Problem. Also andere sehen den nicht. Beschreib ihn mir, wie dieser Geist genau aussieht. Ist ungefähr so 1,80, 1,75 groß so. Mhm. Grüne Augen, blonde Haare, also nicht relativ, also normale Gesichtsfarbe so. Mhm. Trägt, sag ich mal, jeden Tag unterschiedliche Klamotten. Mhm. Auch eher schick gekleidet so. Ja. Sonst ganz normal, ein ganz normales Mädchen eigentlich. Und für mich ist es auch kein Geist. Also es ist jetzt nicht so irgendwie, dass es irgendwie, wie man sich einen Geist vorstellt, sondern einfach ganz normal. Nur andere sehen ihn nicht. Aber niemand sieht es. Kein genau. Anderer Mensch. Wenn du diesen Geist, ist sie jetzt gerade da? Nee, im Moment ist sie nicht da. Wie und wie oft taucht sie überhaupt auf? Also nicht jeden Tag, aber man könnte, also jetzt nicht, also wir kennen es jetzt seit einem Jahr. Mhm. Und nicht, also es gab auch schon Tage, wo ich sie nicht gesehen habe, aber eigentlich könnte man schon so sagen, jeden Tag einmal. Wie habt ihr euch kennengelernt? Sie kam zu mir. Also sie hat mir erzählt, sie war plötzlich da. Plötzlich da, eben auf einmal. Hast du keinen Schreck bekommen, wenn plötzlich dann eine Frau vor dir steht? Also erstmal, sie ist nicht aufgepufft, sondern sie kam schon so durch die Tür eben, damit ich mich nicht, sie hätte auch aufpuffen können, sag ich mal. aber sie ist dann eben durch die Tür gekommen, um mich nicht zu erschrecken so. Sie kam durch deine Kinderzimmertür? Genau. Die Tür ging auf und sie kam rein? Sie kam rein. Erstmal habe ich mich natürlich, es war eine fremde Frau, aber es war ja nicht dieser Moment, huch, das ist ein Geist, weil für mich ist es ja normal. Sie sieht ganz real aus? Für mich ist sie ganz real. Also sie ist ganz real, nur was sie nicht kann, ist zum Beispiel ein Glas verrücken oder so. Weil sonst könnte man ja auch sofort sagen, wenn sie nur ein Glas verrücken könnte, okay, dann können sie Freunde nicht sehen, aber die Freunde können ja sehen, wie ein Glas durch die Luft schwebt oder so. Ja. Kannst du ihr die Hand geben? Ich kann ihr die Hand geben, ich spüre es aber. Also ich spüre jetzt nicht wie eine Berührung, wie du mich berühren würdest. Das heißt, du fasst schon letztendlich in die Luft rein? Ja, aber ich spüre irgendwo schon eine Wärme. So, also, jetzt nochmal zu dem Kennenlernen. Da geht die Tür bei dir im Zimmer auf. Da kommt eine fremde, junge Frau rein. Ja. Was hat sie gesagt? Sie meinte erstmal, dass ich mich nicht erschrecken sollte. Und dass das alles einen tieferen Sinn hätte so. Und dass sie eben viele Leute beobachtet hat oder so, da viele Männer, viele Jungs in meinem Alter so. Und sie hätte mich eben schon für eine längere Zeit beobachtet so und hätte mich dann eben ausgewählt und dass sie mich dann eben so ganz nett finden würde. Und aber in dem Moment hast du nicht gedacht, entweder hat die nicht mehr alle Tassen im Schrank oder ich habe meine Tassen nicht mehr alle im Schrank. Ja, natürlich. Ich habe ja gedacht, wenn bei dir ins Zimmer eine Frau reinkommen würde und das zu dir sagen würde. Dann würde ich. Ja, natürlich. Dann wäre ich eher auch irritiert, ja. Genau, das ist erstmal ganz komisch so. Wann hast du das angefangen ernst zu nehmen? Ich habe es ernst genommen in dem Moment, wo ganz viele Leute mir nicht gesagt haben, dass sie sehen. Also, sie sehen sie ja nicht. Also nachdem es andere gesagt haben, wir sehen sie nicht, dann hast du es ernst genommen. Genau, natürlich könnten die mich nun. Das war ein interessanter Schluss. Du hättest ja auch daraus schließen können, du spinnst. Genau, aber weil ich sonst keine psychischen Probleme habe, geht das eigentlich. Und selbst wenn ich spinne, also das ist eben auch so das Problem. Ich kann nie wirklich genau sagen, ob ich spinne. Das kann mir auch kein Psychologe oder so sagen. Warst du deshalb schon mal bei einem Psychologen? Nee, ich war deswegen noch nie beim Psychologen. Was sagen deine Eltern? Wissen die das? Meine Eltern wissen das. Ich mache das eigentlich mit allen Personen, die mir nahestehen, so. Dass ich denen das einmal erzähle so. Mhm. Und die sagen mir dann aber, dass sie sie nicht sehen. Und dann nerve ich die aber auch nicht weiter damit, sondern dann belasse ich es dabei. Ich will nochmal auf die Anfangsszene zurückkommen. Ja. Wie lange ist sie beim ersten Mal bei dir geblieben? Beim ersten Mal waren wir ungefähr 20, 30 Minuten so zusammen. Haben dann erstmal miteinander gesprochen. Ja, aber kommt denn dann nicht automatisch die Frage, nachdem du dich ein wenig darauf eingelassen hast, wer bist du und woher kommst du? Genau, das hat sie mir auch erzählt. Soll ich das einfach mal erzählen? Ja, bitte. Also sie kommt
sozusagen nicht aus einer, also sie kommt schon aus so einer anderen Welt, das war ein bisschen schwer zu erklären, also sie kommt schon aus einer anderen Welt. Sie ist auch eine sozusagen verstorben, mhm. aber es ist nicht so, dass sie jetzt sich mit anderen Geistern irgendwie unterhalten könnte oder so. Mhm. Wo ist sie denn, wenn sie nicht bei dir ist? Da ist sie eben in dieser anderen Welt. Warum überhaupt gibt sie sich mit dir ab? Ja, weil sie hätte sozusagen jeden Menschen beobachten können sozusagen und sich für jeden auswählen können. Das hat alles auch nicht mit Liebe zu tun, sondern es ist einfach Menschen, die sie sympathisch findet oder so. Und mich hat sie dann eben ausgewählt für sich. Aber warum tut sie das? Weil, also es ist eben so bei also es hat nicht jeder sowas von Geist. Aber eben manche Menschen haben das Glück, eben sowas zu haben. War sie denn auch mal ein Mensch? Ja, sie war auch mal ein Mensch. Habe ich ja eben gesagt, also sie ist dann verstorben so, aber sie kann sich das, aber mehr weiß sie auch nicht. Also sie könnte jetzt nicht sagen, ich habe im 14. Jahrhundert als Bauer oder so. Mehr weiß sie nicht. Du sagst, du bist in sie verliebt. Ich bin in sie, genau. Also am Anfang war es eben noch keine Liebesbeziehung oder so, am Anfang war es nur eine Freundschaft. Und dann hat sich das aber so entwickelt. Was sagt sie denn, was sie für dich empfindet? Ja, Liebe auf Gegenseitigkeit. Genau. Gibt es Erotik und Sexualität zwischen euch? Sexualität schon, aber kein Geschlechtsverkehr, sondern eben nur eher so aufkuscheln. Also sie spürt mich sozusagen, also ich kann sie anfassen, was sie spürt. Ich spüre sie nicht direkt, also ich nicht wie wenn du mich jetzt anfassen würdest, mhm. aber ich spüre, dass da schon irgendwo eine Wärme ist. Mhm. Also da ist irgendwas, was. Es ist kein normales Anfassen, aber es ist schon ein schönes Gefühl. Es ist nicht wie jetzt irgendwie, als wenn ich in Luft greife oder so. Geschlechtsverkehr ginge nicht, warum? Oder geht nicht, warum? Es ginge schon, aber es ist bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Wollen Geister aus einer anderen Welt Geschlechtsverkehr haben? Ja, sie haben auch schon mal so darüber gesprochen und so. Und sie meinte das auch schon, aber also es wäre, könnte man jetzt langsam in Betracht ziehen. So. Hast du sie gefragt, ob sie Gott kennt? Sie kennt keinen Gott. Also sie kennt jetzt nicht den Gott oder so. Das ist jetzt auch nicht so christlich. Aber es ist schon so, und das war das, was ich bis jetzt auch mal geglaubt habe. Vielleicht war sie auch deswegen von mir überzeugt. So. Ja, was ich immer geglaubt habe, ist, dass es irgendwas gibt so. Das ist jetzt nicht mit Jesus als Sohn oder so, aber dass es doch irgendwo so eine andere Instanz gibt, so die einen, die alles erschaffen hat vielleicht oder die alles bestimmt oder so. Und das gibt es schon, aber Jesus ist nicht der Sohn oder aber so. Das ist doch eigentlich ein mega spannender Kontakt. Ja. Du müsstest sie doch stundenlang ausfragen, ja. was das da drüben ist in dieser anderen Welt, ja. wie es dazugeht. Ja, da reden wir auch viel drüber. Was hat sie dir, was ist das Spannendste, was sie dir erzählt hat von drüben? Also für mich das Spannendste war eigentlich das mit dem Gott. Also dass es eben, dass es da eine Instanz gibt, das ist jetzt auch kein Mann oder so. Aber was eben meine Theorie so bestätigt hat, dass es da eben was gibt, was alles bestimmt und so. Und dass das eben auch, dass wirklich alles einen tieferen Sinn hat. So. Hast du sie denn gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Ja, habe ich sie. Und, was antwortet sie? Und sie hat dann eben nochmal sozusagen, sie hat jetzt nicht mit Gott gesprochen, das wäre Quatsch, aber sie hat eben noch, also es gibt da so Rangordnungen und so. Sie hat mit jemandem gesprochen, der so näher an Gott so dran ist und der meinte einfach, der Sinn des Lebens ist, sich seine Träume zu erfüllen und glücklich zu sein. Ja gut, das ist so ein Spruch. Das ja. ist nichts Besonderes. Ja, gut. Frag sie mal, warum dieser Gott oder wie immer man das nennen mag, so viel Leid zulässt auf dieser Welt. Ja. Hast du mal gefragt? Das habe ich gefragt und sie meinte, das ist etwas, was wir nicht greifen können, einfach mit unserem, das akzeptiere ich dann auch so, das ist vielleicht wirklich irgendwas, was, das kann sie auch nicht, da muss man sich damit abfinden, das kann niemand beantworten irgendwie, das können wir, man muss akzeptieren, dass es etwas das gibt, was man mit unserem Verständnis vielleicht gar nicht greifen kann. So. Ja. Hat sie für dich jetzt extra für dich eine weibliche Gestalt angenommen? Nein. Das heißt, im Jenseits gibt es Männchen und Weibchen? Ja. Auch komisch, ne? Ist ein bisschen schlicht alles. Ich denke mir das Jenseits ein bisschen spektakulärer vor. Also es gibt, wie du es jetzt eben gesagt hast, Männchen und Weibchen.
aber es gibt eben auch anderes. Also sie ist jetzt eben weiblich so. Mhm. Es gibt aber auch eben andere, ich weiß nicht, wie man das, andere Formen des Lebens oder so. Man kann auch als zum Beispiel jetzt als Tier oder so wiedergeboren werden. Ja. Das ist eben, genau. Haben Tiere Seelen? Ja, alles hat die Seelen. Ein Tier kann zum Beispiel auch, wenn ein Mensch stirbt oder so, kann der auch als Tier oder so wiedergeboren werden. Mhm. Und dann zum Beispiel als, ich weiß es jetzt nicht genau, aber zum Beispiel als dein Hund oder so, könnte jetzt auch deine tote Oma zum Beispiel so sein. Frag sie mal, ob eine Ameise auch eine Seele hat. Ja, alles Lebendige hat eine Seele. Das habe ich sie schon mal gefragt, das ist so. Auch ein Bakterium? Nein. Nein. Und du hast dich aber sehr intensiv mit ihr beschäftigt. Ja. Zack, nein, Bakterium nicht. Nein, Bakterium hat keine Seele. So weit seid ihr schon gekommen? Ja. Ja. Ja, wir haben eben viel darüber gesprochen. So. Mensch, Finn, es ist völlig abgefahren. Wir reden jetzt todernst über so eine Sache. Ja, ich finde das aber total interessant. So. Ja, und ich schwöre, dass 90% der Leute, die jetzt zuhören, die denken, Finn ist ein sehr netter Typ, aber Finn ist ein bisschen neben der Kappe. Ja. Das kann ich total verstehen. Würde mir auch so gehen, als es ist jetzt ein Jahr her. Ja. Und wenn ich sowas gehört hätte, natürlich, dann ist das total durchgeknallt, klar. Aber was soll ich anders machen? Es könnte ja sein, lass uns mal psychologisch betrachten, es könnte ja sein, dass das mit Jenseits und all diesen Sachen, die du mir gerade erzählt hast, null etwas zu tun hat, aber dass diese Gestalt wirklich real in deinem Gehirn ist und du die wirklich so wahrnimmst, wie du mir das gerade erzählt hast. Ja. Das könnte ja auch sein. Könnte eine Wahnvorstellung oder was. Ja, Wahn ist so negativ ausgedrückt. Aber so eine Vorstellung. Ne, genau, eine Illusion von dir, die dein Gehirn dir vorspielt. Ja. Das könnte ja sein. Hältst du das auch für möglich? Das halte ich jetzt nicht. Also für möglich halte ich alles. Mhm. Das kann sein. Mhm. Ich denke es aber nicht, weil da eben so viel, es ist so vielschichtiger. Ich glaube nicht, dass dass mein Gehirn das so leisten könnte, dieses Ganze. Ach, warum nicht? Das andere ist natürlich auch eine schönere Vorstellung, wie du sie gerade geschildert hast. Aber das Ganze ist so real. Ja. Und schwierig wird es nur, wenn diese Person, wie heißt die überhaupt, die Person? Sie heißt Lara. Lara. Ja. Haben die auch recht modische Namen im Jenseits. Aber nein, ich meine, wenn Lara dir quasi den Weg in die Realität versperrt, das heißt, wenn du keine reale junge Frau lieben kannst wegen Lara, dann finde ich es schon bedenklich. Ja, klar. Aber also im Moment ist es jetzt einfach so, ich bin damit glücklich. Gut, dann für mich ist das Ganze ja auch real. Also ja. Ich sag mal, für mich ist, ich merke da ja keinen Unterschied so. Also Finn, auch mit dir könnte ich noch sehr lange reden und ich fand das auch sehr interessant und auch hier ist der Satz entscheidend, du kommst damit gut klar, du bist damit glücklich und deine Eltern scheinen es zu akzeptieren, dann ist es halt jetzt im Moment so. Vielleicht kommen auch andere Zeiten. Genau. Danke, dass du uns so offen davon und darüber erzählt hast. Genau, ich wollte noch eine Sache sagen. Ja? Ich finde deine Sendung super. Dankeschön. Danke, dass du das machst und dass du immer für alle ein offenes Ohr hast, dass du mich jetzt auch so ernst genommen hast. Und ja, schade, dass du in 2 Jahren, sag ich mal, aufhörst, aber so lang höre ich dich noch. Das ist super. Ich danke dir vielmals. Finn, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Ihr seht, wie vielfältig das Leben ist. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt eine wahnsinnige Vielfalt von Dingen, die Menschen sehen und erleben und womit und durch was sie glücklich sind. Und ich glaube, man sollte sich hüten, zu voreilig zu urteilen, was das Richtige und was das Falsche ist.